Falls ihr noch günstige und schnelle FIFA-Coins, PSN-Cards oder Xbox Live-Cards braucht, checkt mal gerne meine Sponsoren IGFall und MMOJOS. Die Links und einen Rabattcode findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 17 Team of the Season Pack Opening. Und heute gibt es das nächste Pack Opening. Und es waren wieder einige Team of the Seasons am Start. Ich glaube insgesamt 4 90er plus Team of the Seasons. Und 2 waren sogar in einem Pack drin. Absolut heftig. Das war, glaube ich, bislang mein bestes Serie A Team of the Season Pack Opening. Also Serie A, nicht mein bestes Team of the Season Pack Opening. Aber zum Serie A war das mein bestes Pack Opening. Lasst gerne wieder ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ich würde sagen, wir haben beim letzten Pack Opening mal wieder easy die 5000 Likes gepackt. Deswegen habe ich euch gesagt, kriegt ihr direkt ein neues Pack Opening. Und ich würde sagen, wenn wir wieder die 5000 Likes packen, gibt es auch direkt demnächst wieder ein neues Pack Opening. Also lasst ein Like da, lasst ein Abo da und schreibt wie immer, ihr wisst es, in die Kommentare. Was denkt ihr? Wen haben wir gezogen? Es waren einige geile Spieler dabei. Ich sag's euch, wie gesagt, 3 Spieler mit einem Rating von plus 90 und halt 2 in einem Pack. Also mein bestes Serie A Team of the Season Pack Opening bislang. Ich würde sagen, wir starten direkt in die Packs. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, ihr seid die Besten. Let's go! So Leute, es gibt mal wieder 55k Packs. Und ihr wisst vielleicht, ich finde, das sind die besten Packs überhaupt. Weil, ja, da nur Serie A Spieler drin sind. Und eigentlich immer, wenn man einen Walkout hat, ist es so gut wie safe, dass es halt auch ein Team of the Season wird. Deswegen machen wir mal ein kleines Experiment und schauen, wie viele Walkouts wir aus diesen 10 Packs bekommen. Wir hatten sonst eigentlich immer, wenn wir so 10 Packs gezogen haben, ich und mein Bruder, haben wir immer so mindestens 3, ja, so 2 bis 3 Team of the Seasons in 10 Packs gehabt. Deswegen, ich bin mal gespannt. Naja, ich hoffe mal, das klappt auch heute. Mal, wir schauen. Okay, wir fangen an mit einem Nose Pack. 3, 2, 1. Let's go, come on, Walkout. Oh, erstes Pack. Schon mal kein Walkout. Oh mein Gott, Digga, was ist das denn? ZOM, Borja Valero, die Glatze glänzt auf jeden Fall. Fresher Typ, der ist eigentlich nicht schlecht, hat eigentlich gute Werte. Der hatte auch in den letzten Jahren relativ oft ein Team of the Season. Dieses Jahr leider nicht. Naja, kann man nichts machen. Wir nehmen die Spieler mit für die Squad Building Challenges Packs. Die sind so oder so die besten, ihr wisst es. Squad Building Challenges Packs, da gibt es nichts Besseres. Ich sag's euch. Zweites 55k Pack, wieder kein Walkout. Naja, okay, also bislang laufen die Packs noch nicht ganz so gut. Wir sind schon mal bei Lazio Rom, da könnte man natürlich irgendwie Immobile oder so mal an den Start bringen. Oder Balde Diao. Und ja, Neapel haben wir auch noch ein paar Spieler. Da wäre natürlich Hamšík fresh als Team of the Season. Den haben wir ja schon gezogen, ihr wisst Bescheid. Naja, okay, beide Packs, um ehrlich zu sein, waren absolut kacke. Vielleicht das dritte. Ja! Bam, Alter, come on, bitte! Team of the Season! Und es ist einer! Und es war eine richtig fette Sternflocke! Italien-Flagge! Torwart! Nein! Donnarumma! Ich dachte... Oh, okay, nicht wie... Oh, Leute, versteht mich nicht falsch. Donnarumma ist ein absolut kranker Torwart, ne? Ey, aber... Ma, Leute! Scheißdreck, Mann! Ich dachte, es wird Buffon. Natürlich, klar, muss ich ganz ehrlich sein, ich wäre... lieber mit Buffon am Start hier gewesen. 95er Buffon hätte ich lieber gehabt als 90er Donnarumma. Aber naja, okay. Buffon ist ungefähr, glaube ich, 300.000 bis 400.000 wert. Wir schauen mal, was Donnarumma wert ist. Aber Leute, ihr seht es. Es kommen direkt wieder die Team of the Seasons. 3 Packs geöffnet. Ein Walkout. Ein Team of the Season. Ich hoffe mal, so geht's weiter. Naja, okay. Boah, scheiße, ich dachte echt erst, es wird vielleicht Chiellini, weil ich will unbedingt Chiellini haben, 96er Innenverteidigung. Und dann dachte ich, komm, Buffon, Torwart, aber okay, Donnarumma, oh, Marchisio auch noch. Junge, was war das denn für ein Pack? Okay, erstmal schauen wir. Ja, Marchisio ist auch noch seine 20.000 wert, den setzen wir direkt drauf. Haben wir schon mal wieder die Hälfte von so einem 55k Pack drin und ja, jetzt bin ich mal gleich gespannt, was Donnarumma wert ist. Weil wie gesagt, ich hatte es schon angesprochen, Buffon ist ungefähr... 300.000 bis 400.000 wert, so um den, also zwischen 300.000 bis 400.000, ich weiß jetzt nicht genau den Preis. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Donnarumma wert ist. 500.000, Price Range, 260.000. Ja, okay, damit kann man leben. Wir stellen den für 250.000 drauf, haben wir wieder Geld für ein paar andere Packs. So muss das laufen. Also ich muss sagen, Donnarumma, dann doch einer noch von den wertvolleren. Also war jetzt nicht so schlecht. Ich will mich nicht beschweren. Klar, wovon wir jetzt nochmal...
weiß ich nicht, vielleicht knapp 100.000 mehr gewesen, mehr wert gewesen. Aber naja, Leute, was soll's? Das war erst das dritte Pack. So, wir haben noch 7 Stück. Komm, ich schätze jetzt einfach mal, wir ziehen aus diesen 7 Packs noch 2 Walkouts. Komm, bitte. Nose Pack, 3, 2, 1. Let's go, come on. Na, kein Walkout. Nach Donnarumma gerade. Aber wieder ein 86er Plus Spieler. Handanovic wird es. 87er Handanovic. Ist in Ordnung. Ihr seht es, Leute. Ey, ich kann euch immer nur wieder eins sagen, Leute. Zieht diese 55k-Packs. Wenn ihr die 55k-Packs auch heftig findet, haut einfach mal Hashtag 55k-Packs in die Kommentare. Weil die sind einfach zu heftig. Schade, Mann. Ich dachte, jetzt kommt hier auf Ansage ein Walkout. Das wäre natürlich krank gewesen. Leider nein, leider gar nicht. An der Stelle mal so gesagt, Marchetti. Na okay, wir sind bei der Hälfte. Das heißt, wir haben noch 5 Packs. 5-mal noch die Chance auf einen Walkout. Leider, das ist keiner. Rechter Flügel, Lazio, ist Philippe Andersson. Ja, der hatte auch in den letzten Jahren immer mal wieder einen Tots. Dieses Jahr leider nicht. Naja, kann man nichts machen. Aus irgendeinem Grund verkauft sich Donnarumma gerade nicht. Scheiße, Alter. Ich habe nur noch 120.000 Münzen. Das heißt, wir kriegen erstmal nur noch 2 Packs. Danach müssen wir warten, bis Donnarumma weggeht. Egal, komm. Nose Pack. Nochmal ein Walkout. Come on. Nein, leider nein. Leider gar nicht. Scheiße, Digga. Es ist Neapel. Wer ist das? What? Jorginho. Okay. Vielleicht. Donnarumma geht nicht weg. Ich habe den noch komplett günstig draufgesetzt. Was soll die Scheiße, Mann? Das gibt's doch nicht. So, wir machen jetzt noch ein Pack auf. Danach habe ich keine Münzen mehr. Muss ich erstmal warten, bis Donnarumma verkauft ist. Es sei denn, wir ziehen jetzt hier wieder ein Walkout. Let's go. Come on. Na, kein Walkout. Danach haben wir noch 2 Packs. Ah, ein Walkout aus 10 Packs ist natürlich jetzt auch nicht so heftig. Mandzukic. Warum? Mandzukic hätte da auch mal ein Team of the Season bekommen können. Der hat echt stabil gespielt, vor allem im Champions League-Finale war der krass. So, wir kommen zu den letzten 2 Packs. Bitte, nochmal ein Walkout. Come on. Ah, scheiße, Digga. 84er Plus. Ich muss sagen, bislang ist die Ausbeute relativ scheiße. Banega ist am Start. Aber, naja, wenn das letzte Pack jetzt, wenn da jetzt kein Walkout drin ist, 10 Packs, ein Team of the Season, Donnarumma, 90er rated. Naja, los geht's, Nose Pack, come on, nochmal ein Walkout. Ja, letztes Pack, bam, Alter, come on, Team, auf, zwei Team of the Seasons in einem Pack, keine Flagge, wer wird es? Linker Flügel, na, scheiße, Mann, nee. Balde Diao, den haben wir letztens schon in den Squad Building Challenges Packs gezogen. Leute, letztes 55k Pack. 2 blaue Karten in einem Pack. Das Ding ist, ich habe gedacht, wo ich gesehen habe, keine Flagge, dachte ich, es wird jetzt wieder Hamšík, weil Hamšík hat ja auch keine Flagge. Mann, Alter, weil Hamšík, wenn wir jetzt Hamšík, überleg mal Hamšík, dann hätten wir jetzt noch einen 90er Plus in dem Pack haben können, weil jetzt Balde Diao wird wahrscheinlich nicht noch ein 90er drin sein. Aber naja, okay, was soll's. Ich würde sagen, wir schauen direkt, Leute. 3, 2, 1. Let's go. Wer ist noch drin? Come on. Biglia. Shit, Mann. Schade. Also, was heißt Shit? Ist heftig. Mal schauen, was Biglia wert ist. Ja, ey. Und, oha, Digga. 155.000. Ey, die Serie A-Tots. Die sind alle so viel wert. Das ist krank, Mann. Okay, wir stellen den mal direkt hier. Ja, komm, für 130.000 rein. Zum Schnäppchenpreis. Alter, Leute, da habt ihr es mal gesehen. Ich hab's euch gesagt. Wir ziehen immer so aus 10 Packs 3 Team of the Season. Oh, what? 500.000? Der Typ ist 500.000 Münzen wert. Ach du Scheiße. Was? Warum ist der Typ so viel wert, Mann? Okay, der hat 99 Tempo, aber 500.000. Ey, Leute, ich muss weitere Pack-Openings zum Serie A Team of the Season machen. Ey, die sind ja alle so viel wert. Okay, komm, ich stelle ihn mal direkt hier. Scheiß drauf, ich stelle ihn zum absoluten Schnäppchen rein. Für 450.000. Ich will, dass er sofort weggeht, weil ich will jetzt noch weitere Packs ziehen. Ey, das letzte Pack war ja mal absolut heftig. Und ich beschwere mich über Balde Diao. Wie dumm bin ich eigentlich? Das war absolut krank. Ja, Mann, der nächste Walkout geht doch. Es hat jetzt wirklich lange gedauert. Ey, ich glaube, alle Team of the Seasons aus der Serie A Walkout. Italien, bitte Buffon oder Chiellini. Stürmer, nein. Oh, es ist gar nicht Belotti. Es ist Immobile. Ich dachte, es wird schon wieder Belotti. Den haben wir ja schon mal gezogen. 93er Immobile, nicht schlecht. Ich hätte, um ehrlich zu sein, lieber Chiellini gesehen, weil Chiellini hat ein 96er Rating. Wie heftig wäre das denn? Schade, Mann. Okay, 93er Immobile, damit kann man leben, Alter. Damit kann man leben.
Ist nicht schlecht, Mann. Wie viele Italiener gibt es? Es gibt, wie gesagt, Immobile, es gibt Belotti, es gibt Chiellini, Buffon, Donnarumma. Es gibt noch einige andere Italiener, glaube ich. Und Immobile, ja, muss man sagen, gehört schon zu den Besseren. Also ist jetzt nicht der Allerbeste. Naja, ist aber auch nicht der Allerschlechteste. Von daher bin ich zufrieden, Mann. Vor allem, ey, der Typ hat 92 Tempo. What the fuck, wie schnell ist der Typ? Ich dachte, das wäre so ein langsamer Spieler. Bei Dortmund damals war der Typ, muss man ehrlich sein, komplett scheiße. Aber in der Serie A ist der Typ einfach perfekt. Der rasiert einfach alles, weil der Typ ein heftiger Spieler ist, muss man sagen. Ich fand den schon mal ganz gut. Bei Dortmund war der allerdings einfach scheiße. Das hat nicht gepasst, Mann. Der passt irgendwie nicht in die Bundesliga. Serie A ist der perfekt. Und das sieht man auch in seiner Team of the Season Karte. 93er rated. Der nächste Team of the Season. Wie viel Team ist das jetzt insgesamt?